Wir sind jetzt beim Rand des Schildes angekommen und den werde ich lackieren. Und zwar mit dem Lack, den mir Ross Liam damals geschickt hat. Das wisst ihr vielleicht noch, das habe ich erzählt. Damit habe ich dann dieses Lichthäuschen angesprüht. So, das geht ganz schnell. Mit dem Recyceln des Kartons ist es dahin. Also das ist kein Geheimnis, das sage ich eh immer dazu, dass wenn man Fingerfarbe oder Acrylfarbe, Lack oder sonst irgendwas. Deswegen ist es umso besser, wenn man so baut, dass es dann halt eine Weile hält und man kein neues Spielzeug kaufen muss. Das ist so unser Ansatz. Außerdem, um Kindern Kreativität beizubringen, muss man sie halt auch Sachen machen lassen. So, ich habe das gleich wieder abgezogen, damit es mir da wirklich die Fingerfarbe nicht ablöst. Dieses Klebeband ist immer so, zieht dann alles ab. Ich finde es schon ganz gut geworden und werde da die schwarzen Linien noch nachfahren, dann, wenn das alles trocken ist. Jetzt sehe ich gerade die Linien nach. Und bei so Dingen wie Kreisen widerstehe ich dem Impuls, oben zu beginnen und dann halt im Uhrzeigersinn zu fahren. Sondern beginne irgendwo da unten, damit, wenn ich es verhaue am Anfang. Wenn ihr glaubt, dass ich aus meinen Mutterdiensten entlassen bin, dann habt ihr euch getäuscht. Der Prinz Arwen hat nämlich nicht nur so einen coolen Schild, sondern auch dieses Schwert. Und ich bin ein Glücksschwein, weil das gleiche Schwert in Gold und Rot war auch bei einem anderen Ritter mal dabei. Und das haben meine Männer schon mal aus Holz gemacht. Das war in einem Regalboden, den sie zersägt haben. Und dann geschliffen. Also es ist wirklich aus einem Stück dieses Schwert gemacht. Und ich habe den Auftrag erhalten, es einfach so umzulackieren. Wir müssen kein neues machen. Halleluja.